Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Üben mit Aussicht. Heute sind wir auf dem Cable Bay Trail in Cedar. Heute geht es um genau diese Figur, ihr seht schon, den Butterfly. So, dafür muss ich vorher erklären, wir spielen heute das erste Mal auf der Wall Plane. Die letzten Male haben wir immer neben uns gespielt, heute spielen wir auf dieser Ebene, vor unserem Körper. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch. Ihr fangt an, spielt neben euch, ganz normal, forward, und dann bewegt ihr eure Poi ganz langsam nach vorne in die Mitte und führt eure Hände zusammen. Wichtig dabei ist, wir können auf der Wallplane sowohl inward als auch outward spielen. Das heißt, inward, der Poi kommt von außen nach innen und outward von innen nach außen. Okay, wir machen das Ganze erstmal inward. Ja? Gut, bevor wir das gleich nochmal probieren, ist wichtig zu sagen, die Handhaltung. Also, ihr spielt die Hände nachher zusammen. Achtet darauf, dass eine Hand ein bisschen weiter oben ist und ein bisschen weiter vorne, damit sich die Poi nicht in die Quere kommen. Weil es gibt eine bestimmte Schnittstelle, an der sie sich überkreuzen können. Wichtig, niemals Hände über Kreuz machen, weil dann passiert das. Okay, also, wir fangen nochmal an. An der Seite forward spielen, Hände ganz leicht zusammen machen, darauf achten, dass ihr die Poi gerade spielt. Bei mir ist jetzt die rechte Hand etwas über der linken und etwas weiter nach vorne gerichtet. Das Ganze klappt natürlich auch outward, sieht dann so aus. Und natürlich, wie immer, könnt ihr auch die linke Hand oben spielen, in beide Richtungen, also sowohl inward als auch outward. Ja, gibt es dazu noch was zu sagen? Übt fleißig. Butterfly, eine schöne Figur, aus der ihr nachher später mehr machen könnt. Gibt viele Möglichkeiten, also fleißig üben in eine Richtung mit allen Handpositionen. Viel Spaß beim Üben!